Hallihallo, es freut mich, dass ich euch wieder begrüßen darf zu einer weiteren Folge Rush Rally Origins. War alles furchtbar kommentiert mit mir, dem Daniel, und wir starten mal rein. Wir haben für heute noch eine Lokation offen, die wir bisher noch gar nicht gefahren sind, nämlich Japan. Und ja, Japan dürfte, zumindest wenn es ähnlich wie ein Art of Rally ist, wahrscheinlich ziemlich viel Asphalt sein, ein bisschen Schotter, ganz viele steile Kurven. Ja. Und Berge. Steht auch schon dabei. Kurvenreiche, schmale Berge. Jetzt sehe ich gerade, wir brauchen noch 1 Kilometer für dieses Fahrzeug. Ach, das heißt, ich kann das leider dieses Mal nicht verwenden. Schade. Wird dann später im Laufe der Folge noch kommen, nehme ich an. Heißt, wir müssen uns nochmal irgendein Fahrzeug nehmen, was wir schon mal gefahren sind. Und jetzt gucke ich gerade mal. Das Auto, was die meisten möglichen Upgrades hat, das ist der Peugeot. Deswegen machen wir das hier. Wir packen jetzt mal alle Upgrades rein hier. Alles, also alle 4, die wir haben. Außerdem machen wir die Lackierung mal ein bisschen anders. Grün ist auch wild. Das ist ja wild. Das machen wir mal so. Und dann kriegt er mal so ein bisschen Bums noch unter die Haube. Ein bisschen Topspeed. Ach, das ist ja interessant. Wenn man Reifen zweimal macht, dann ist das erste für Handling und das zweite Mal das für Bremsen. Ja, meinetwegen. Machen wir so. Und dann ist es immer noch eine D-Rally. Okay, schauen wir mal. Starten wir mal rein. Und wie könnte es anders sein? Ich kann auch schon wieder die Kirschblütenbäume sehen. 3, 2, 1, go! Easy left. Overjump 100. Overjump 130. Easy right, 40. Easy left, over crest, 150. Long, easy left, over crest, 60. Over jump, 100. Easy left, 40. Over jump, 100. Hard left, 60. Easy left, 150. Oder wär's fast den Berg runtergegangen? Also der wär's den Berg runtergegangen. Hard right. Da frage ich mich tatsächlich, ob man da runterfallen kann. Und was dann passiert, falls man tatsächlich runterfällt. Okay, das war einmal gekarrt, aber das ist im Rallye erlaubt. Naja, nicht ganz. Ein bisschen lüften muss ich da jetzt schon. Jetzt hätte ich da, glaube ich, den Hügel nicht bekommen. Overjump. 100, over jump, 100, over finish. Ja, nur ein grüner Sektor, aber zeitlich war das relativ knapp dran. Jetzt haben wir das Auto freigeschalten. Heißt, bei der nächsten Rallye, die wir fahren, da können wir es endlich verwenden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. 3, 2, 1, go. Easy left. 60. Overjump, 130. Hard right, 200. Hard left, don't cut. Over crest, into easy right, 80. Hairpin right, 80. Easy left, 80. Oh, nein. Der Sektor war gut, alles was danach kam nicht mehr. Overbridge, 60.
over crest, 80, hard left, 60, easy left, flat out. Kann man so ein bisschen mit der Handbremse hier experimentieren? Ich glaube, da lässt sich noch ein bisschen was optimieren, ja, mit dem, was ich hier, bei dem, was ich hier mache. 80, easy right, 80, over finish. Die Stage hätten wir wahrscheinlich gewinnen können. Jetzt ist es tatsächlich nur ein dritter Platz. Es sind auch noch zwei KIs vor mir, das ist aber ungewohnt. Ich habe in der Zwischenzeit aber mal nachgeschaut, es gibt übrigens pro Rally tatsächlich nur bisher 6 Stages. Das heißt, wenn wir jetzt die Rallye hier abgeschlossen haben, dann haben wir tatsächlich schon mal alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat, zumindest stage-technisch gesehen. Abgesehen natürlich, dass natürlich jede Rallye oder jede Stage halt natürlich nochmal andere Wetterbedingungen haben kann. Overjump, 170. Onto tarmac, overjump, 60, overjump, 200. Overjump, onto dirt, 60, overjump, 130. Hard right, over crest, 100. Uiuiui, der hatte rechts, der war jetzt auch wieder sehr sportlich angesagt. Onto tarmac, 60, hairpin left, 100. Wieder so ein Eck, was man auswendig lernen muss. Boah, da beiß ich mir aber gerade schon ein bisschen die Zähne aus in der Karriere hier. Immerhin, die dritte KI ist jetzt wieder nach hinten verrutscht. Aber den Sebastian. Das ist ein schneller Hund. Easy left. On to dirt. Hard left. 80. Hard right. 40. Ja, so kriegt er natürlich auch keinen Speed rein hier. On to tarmac. 40. Easy right. 60. Hard left. 40. Medium right. Over bridge. 40. Easy left. Into. Hard right. On to dirt. Easy left. Over jump. 60. Easy right. 40. Hairpin left. 40. On to tarmac. Easy right. Over crest. 100. Hard right. Medium left. Okay, die Dinger haben einen ziemlich heftigen Widerstand. Die sind ja aber auch nicht dafür gedacht, dass man da drüber fährt. Ne? Hairpin right, on to tarmac, medium left, 40. Easy right, 80, over jump, into, long, easy left, 100, medium left, easy right, on to dirt, medium left, 60, medium right, 60, medium left, 40, easy right, on to tarmac, hairpin left, don't cut, 40, over jump, 100, da kommst du halt einfach nicht schnell genug in die unteren Gänge. Hairpin right.
medium left. Over jump, 40. Off to dirt, 40. Hairpin right, 40. Medium left, 60. Over bridge, on to tarmac, 60. Hard right, don't cut, 40. Medium left, into, easy left. Over jump, into, hard right, off to dirt, 40. Easy left, 80. Medium right, 100. Medium left, 60. Over finish. Boah, habe ich jetzt überhaupt schon mal eine Stage gewonnen? Eieiei. 11 Sekunden, ich glaube, das wird schwierig. Das wird schwierig, da noch was zu reißen. Haben wir noch Upgrades? Oh, wir haben noch Upgrades. Wir könnten... Da ist halt auch wieder ziemlich viel mit... Ich packe jetzt mal spaßhalber mal ein Fahrgestell mit rein. Achso, Fahrgestell bringt auch wieder erst Beschleunigung und dann Höchstgeschwindigkeit. Ja, meinetwegen, wenn es denn sein muss. Vielleicht bringt es ja noch auf eine magische Art und Weise irgendwie jetzt 12 Sekunden. 3, 2, 1, go. Off to dirt. Medium left, 80. Easy left, 40. On to tarmac. Hairpin right, 100. Easy right. Over jump, 80. Hard left. Off the dirt, 80. Over jump, 100. Hairpin right, 80. Onto tarmac, 130. Hard left. Over crest, off the dirt. Easy left, 100. Hairpin right, into medium left. Over jump, 40, on to tarmac, 40, hairpin right, 60, over jump, 170. Hairpin left, on to dirt, 40, medium right, 40. Easy right, on to tarmac, 40, easy right, into, hard left, over jump, 130. On to dirt, 80, easy right, into, easy left, 100. On to tarmac, 40, over finish. Wenn das mal nicht der erste Etappensieg war. Ich habe ja so ein kleines Verdachtsmomentchen. Ich glaube, dass die KI nicht während der Karriere Upgrades macht. Und jetzt ist die Frage, entweder sie beginnt immer mit einem bestimmten Level Upgrades, so eine Rallye. Oder sie passt sich quasi daran an, was du als Spieler schon in die erste Etappe mit reinbringst. Und alles, was du on top dann halt noch freischaltest, das verbessert halt den Spieler unverhältnismäßig. Ich habe keine Ahnung, aber das wäre jetzt mal eine kleine Theorie, die ich in meinen Raum stelle. Könnte so sein. Haben wir noch was? Nee, haben wir nichts. Haben wir nichts, deswegen fahren wir weiter. Ich glaube, die restlichen 9 Sekunden, die werden jetzt nicht realistisch sein, aber zumindest kriegen wir den Abstand noch, vielleicht noch ein bisschen verkürzt. 3, 2, 1, go! Easy right, off the dirt, 40, hairpin left, over crest, 80. Easy left, on to tarmac, hard right, 60, easy left, 40. Over bridge, 80. Hairpin right, into hard right, off to dirt, 60. Hard left, don't cut, 100. Hairpin left. Okay, das war wohl stageabhängig, dass ich da beim letzten Mal ganz gut abgeschlossen habe. Oder die KI hat nachgerüstet. Hat sie jetzt gedacht, was du kannst, lieber Spieler, das kann ich aber auch. Sind sie nochmal in den Mid-Kanal gegangen, haben die Autos verbessert. Hard left. Medium right, over bridge, 40. Easy left, 40. Over crest, into hard right, 40. On to tarmac, easy left, 80. Hairpin right, over crest, 100. Off to dirt, hard left, over jump, 80.
right, 80. Hard right, into medium right, 40. Long, easy left, over crest, 80. Over jump, 130. Easy right, 60. Easy left, off the dirt, 100. Over jump, 130. Over crest, into medium right. Over bridge, onto tarmac, 60. Over finish. Ja, da haben schon wieder 2,5 Sekunden gefehlt. Okay, gut, da gebe ich mich mal geschlagen. Jetzt haben wir tatsächlich auch noch 2 Autos wieder freigeschalten. Okay. Gut, dann machen wir jetzt noch folgendermaßen was. Ich hätte nämlich gesagt, ich probiere es mal einfach nur just for fun, das Ding auf extrem zu stellen. Ich will jetzt wissen, was die KI für Zeiten fahren kann. Und dann gehen wir nochmal nach Schweden, denn da haben wir beim letzten Mal, wo wir angetreten sind, ja auch nur einen zweiten Platz gemacht und probieren das mal aus. Und was jetzt natürlich noch kommen muss, ist, dass wir den Maxl Special fahren hier. Da sind noch ein paar Autos frei hier, sehe ich, ne? Also die noch frei zu fahren sind, so rum. Aber den Maxl Special, den fahren wir dann jetzt so. Und jetzt schauen wir auch mal, was der für eine tolle Lackierung noch hat. Also da bleiben wir schon hier bei dem. Ja, das Schwarz-Orange, die sehen alle gut aus. Die sehen alle gut aus. Aber der Weiß-Orangene, der gefällt mir hier mit Abstand am besten. Deswegen nehmen wir den so. Und dann schauen wir mal, was er kann. Und was die extreme KI kann. Wenn ich jetzt Letzte wäre, dann wisst ihr Bescheid. Dann liegt es nicht an mir, dann liegt es am Spielen. Over jump, 100. Long, medium left, don't cut. 150. Easy right, 40. Easy left, 130. Easy left, over jump, 130. Easy right, over jump, 130. Medium right, 40. Easy right. Over jump, 130. Long, medium left, 100. Baum. Okay, ich würde sagen, die Rallye ist jetzt schon gelaufen. Ich habe nämlich die Sektorenzeiten nach dem ersten Ding schon gesehen. Und dachte mir, holla die Waldfee. Naja, okay, für den vierten Platz reicht es noch. Zumindest stand jetzt. Right, 100. Hard left, 100. Long, easy right, 100. Over bridge, 100. Easy left, 80. Easy left, into medium right, 60. Medium left, 100. Over jump, 80. Easy left, 60. Easy left, 80. Also entweder kommt mir die Stage nicht bekannt vor, weil ich die nur einmal gefahren bin, oder hatte ich die schon mal? Ich weiß es nicht. Ja, der Ben Clock ist ein bisschen zu schnell. Ist der Clock? Die Rush Rally Reihe gibt es schon seit über 10 Jahren. Ich habe es irgendwann nochmal erwähnt gehabt. Ich glaube, da gab es ein paar Vorgänger dazu. Und dann habe ich damit zumindest nicht Unrecht behalten. Der Schnee kommt mir bekannt vor. Medium left, 60. Easy right, 150. Hard left, 40. Over jump, 60. Medium right, 40. Easy left, tighten, 60. Medium right, 40. Easy left, 40. Over bridge, 80. Easy right. Over jump, 100. Hard right, 40. Easy left, flat out. Easy left, flat out, sagt er. Ja, weil ich einfach nicht aus dem Quark rauskomme gerade. Right. Easy left, don't cut, 100, over jump,
Der braucht schon Seitenmarker. Easy left, 80. Overjump, 100, over finish. Da waren wir jetzt nicht so weit weg von der Bestzeit. Werde ich mal als Erfolg. Kann ich denn schon was verbauen? Ich kann tatsächlich schon was verbauen. Da würde ich tatsächlich einmal den Motor rein. Ja, wobei, nee, wir machen einmal die Reifen. Einmal die Reifen. Reifen ist immer gut. Ja, easy ride, sagt er. Ja, aber das war ja die HDLF da vorne. Oh Mann. On the gravel. 40, easy left. 60, easy left. Over bridge. 40, easy right. Over jump. 60, medium left. Into, easy right. On the snow. 40, long, medium left. 170, on the gravel. Easy right. 40, easy left. 80. Ich sage jetzt einfach mal, ich krieg meine Reifen nicht auf Temperatur. Es ist hier eindeutig zu kalt für das Auto. Right, 60, easy left, onto gravel, over bridge, 60, medium left, 130, hard right, onto snow, easy left, 40. Easy right. Da musst du halt jetzt, glaube ich, das kann auch sein, dass man hier einmal jetzt ein bisschen besser driften können muss, um halt hier die Zeiten jetzt fahren zu können. Gut, ich meine, der Baum war jetzt natürlich auch wieder im Weg, das war nicht so geschickt. Vielleicht funktioniert es im Trockenen ja wieder besser. 3, 2, 1, go! On to snow, easy right, 80. Easy left, don't cut. 60, easy right. On to snow, 130. Hairpin left, 100. Over bridge, over jump, onto snow, hairpin left, don't cut, 200. Over bridge, 40, onto snow, 60, hairpin right, 130. Over jump, 60, hairpin left, 100. Ah, nicht so guter Ausgang, haben wir dann ein bisschen den Schwung verloren hier. Hairpin left, onto snow, 100. Medium left, medium right, onto snow, 80. Easy right, 40, over finish. Was hat uns jetzt gefehlt? Gar nicht so viel, oder? Ja, was habe ich denn am Schluss noch an Zeit verloren? Okay, wir brauchen mehr Upgrades. Habe ich beschlossen. Reifen haben wir ja schon. Fahrgestell. So. Dann gibt es jetzt hier nochmal ein Upgrade da rein. Go. Easy left.
over jump, 60, easy right, don't cut, 60, easy left, over jump, onto gravel, 130, easy left, 60, medium left, 60, over jump, 60, easy left, over jump, onto snow, 40, easy left, over jump, 60, easy right, 100, long, medium left, 100, easy left, 40. Over jump, 40, onto gravel, hairpin left, 100, easy right, 40, over jump, 60, onto snow, 80, easy right, 80, easy right, 40, easy left, 40, medium right, into, easy left, over jump, onto gravel, easy right, 100, easy left, over bridge, into, hard right, into, medium left, 100, onto snow, 40, easy right, 40, over jump, over finish. Ja, da bin ich jetzt eigentlich ganz einverstanden mit. Aber der Slalom, der, ach so, das war schon der Dauergewinner, okay. Also den Walter, den kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz. Geht's hier dann noch ein Upgrade aus? Nee, geht sich nicht. Geht's hier leider nicht. Das heißt, wir gehen jetzt so in die letzte Stage. Das wird wohl auch dieses Mal nichts werden mit einem Sieg in Schweden. Aber da wissen wir wenigstens mal, die KI kann was. Zumindest mal die ersten paar Plätze. Hairpin left, 60. Easy right, 80. Over jump, 60. Over jump, 40. Easy right, 80. Easy right. Over jump, 80. Long, easy left, 100. Over crest, flat out. Easy right, 40. Easy left, tighten, 60. Over bridge, 100. Hairpin right, 80. Medium right, 80. Easy left, 40. Over jump, 80. Easy right, 40. Over jump, 80. Easy left, 80. Easy left, 40. Hard right, over bridge, 40. Medium left, don't cut. Over bridge. Over jump, 100. Easy left, into easy right, 80. Over jump, 100, easy left, into, medium right, over jump, 100, easy right, 60, over crest, 40, easy right, 60, hairpin left, 60, over jump, 60, easy left, into, easy right, 100, easy left, 60, over jump, 40, over finish. Schon wieder 4 Sekunden. Ich habe da vielleicht nur einen Erklärungsversuch, der mir gerade so beim Fahren gekommen ist. Ich meine, es gibt ja verschiedene Upgrades. Und diese Upgrades, die haben ja auch eine bestimmte... Also man kann ja eine bestimmte Anzahl an Upgrades scheinbar in ein Auto kippen, bevor das dann von D zu C oder von C zu B und so weiter halt aufsteigt. Ich könnte mir vorstellen, dass... Wenn man jetzt auf extremen Schwierigkeitsgrad fährt, dass die Fahrzeuge der KIs, oder zumindest der ersten KI, so viele Upgrades haben, dass sie halt gerade noch so in D reinkommen und nicht zu C rüberspringen. Und dann brauchst du als Spieler genau diese Upgrades vielleicht auch. Aber ist nur eine Theorie. So, jetzt haben wir ja mal alles gesehen hier. Und wir sind auch schon wieder am Folgenende erreicht. Achso, da kann man nochmal die ganzen einzelnen... Rennen auch nochmal fahren, okay. Ach ne, Rennen ist glaube ich... Achso, das ist mit KI auf der Strecke, glaube ich. Ja, das ist aber eigentlich ja nicht unbedingt Rallye, ne? Aber gut. Was wir jetzt allerdings noch haben, theoretisch, ist, dass wir irgendwie ganz viele Autos noch zum Freischalten haben. Oder zumindest ein paar noch machen können. Und wir haben auch noch die höherwertigen Klassen. Jetzt würde ich aber sagen, wenn ich hier alles wieder von durch C oder durch D durchspiele, das hat wahrscheinlich nicht so den Mehrwert. Ich würde es einfach sagen, ich spiele einfach mal so weit, dass ich irgendwann mal so B und A Autos habe. Und dann habe ich auch die anderen Autos mit Sicherheit freigeschalten. Und dann machen wir nochmal irgendwie so 1, 2, 3 Folgen, je nachdem, mal gucken.
Und dann gibt es eben Nachschub mit den schnellen Autos. Ich hoffe, dass die dann deutlich schneller sind. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen Action geladen, ne? Und ja, da lade ich euch dann wieder mit ein. Könnt ihr wieder mit zuschauen. Gerne einfach unseren Kanal im Auge behalten. Ja, und dann gibt es mit Sicherheit irgendwann nochmal eben eine Handvoll Folgen Rush Rally. Und dann würde ich sagen, soll es das erstmal für heute gewesen sein. Ich kann jetzt eben noch nicht sagen, wie schnell das geht, bis ich die Autos eben halt halbwegs gefarmt und halt auf Level habe. Aber dann geht es halt irgendwann wieder weiter. Vielleicht schaltet ihr wieder mit ein. Würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.